So, herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ich wollte gerade sagen, ja genau, ich habe auf dem Weg mal wieder ein bisschen was getötet und zwar zwei Mole Rats, zwei Blutfliegen, ein Scavenger und ein Wolf. Keine Ahnung, wie viel Erfahrung brauche ich denn noch? Oh, ich bin schon Stufe 20, Alter. Okay, dann sollte der nächste Kreis, wenn ich den jetzt hoffentlich mal lernen kann, eigentlich kein Problem mehr sein. Also mehr als 45. Nee. Darum schauen wir mal, dass wir jetzt schnell zu Sartoros gehen und dem seine schönen Steine da vorbeibringen. Dass der uns dann vielleicht den fünften Kreis beibringt, hoffentlich. Wäre ja schon mal sehr, sehr gut. Das müsste eigentlich auch die letzte Quest jetzt hier in diesem Kapitel sein, oder? Theoretisch. Weiß ich noch nicht genau, aber wir haben noch diese Quest da oben, aber ich glaube, dass die eher kapitelunabhängig und so optionales Ding ist. Darum. Ich werde mich um die einfach kümmern, wenn ich mal im Orkgebiet bin dann und ja, genau. Jetzt gucken wir erstmal, was der dazu sagt. Wir sollten alle Steine eigentlich haben. Man muss eben aufpassen, was man darum erzählt. So, dann ob man dann überhaupt zu den Wassermagiern geht, oder weiß ich nicht. Wegen dem fünften Kreis. Na? Magie zu Ehren. Ich habe in der Trollschule schon einen Fokus gefunden, Aha. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch drei Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Sag mal, ist es da echt drauf ausgelegt, dass man die einzeln zu ihm trägt, oder was? Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der zweite Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen zwei Fokussteine. Immerhin kriegt man massig Erfahrung für die Dinger. Alter. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm der Söldner war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt vier Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Ja, Mann. Was? Stonehenge? Aha, ja, okay. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle fünf Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Lol, okay. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt, um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ja. Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten.
Nun gut. Nein, am besten einfach Ende. Ich will meine Machtposition auch nicht gefährden. Ja, okay. Nun gut. Ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Okay. Würdest du in einem Stück zurückkehren? Xardas! Alter, gibt ihr mir nicht glatt eine... Aber die muss ich dann wieder abgeben, oder was? Warte mal. Teleport zu den Wassermagiern. Was haben wir hier? Sumpflager. Okay, dann wollen wir jetzt mal wieder zurückgehen. Nein, warte, wir können ja hier noch die Leute anreden. Nein! Sei gegrüßt. Aber halt's für dich, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. Ah. Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Ah, komm näher, komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. So. Ja, der geile Hund. Ja, der geile Hund, Alter. Alter. Okay, wie viel Leben habe ich jetzt? 312, alles klar. Dann schauen wir mal hier. Nochmal den. Was habe ich da noch? Wie viel Mana habe ich jetzt? 30. Hm. Halt. Oh. Ja, was hat er mir da noch gegeben? Ja. Ja. So. Geschick und Stärke plus 4. Ja, jetzt könnte ich eigentlich mal schauen. Kann ich jetzt nicht noch einen besseren Bogen benutzen? Vielleicht, auch wenn ich den eigentlich nicht mehr benutze, aber dann habe ich zumindest einen geileren drauf, falls ich ihn doch benutzen sollte. Ja, komm. Alter, habe ich sowas nicht mal verkauft? What the fuck? Ah, das waren die Goblins. Oha. 20? Nee. Was? Wo kommen diese ganzen Sachen her? Schau mal, ich kann den Jagdbogen benutzen. Das ist doch schon mal in Ordnung. So. Kannst du mir jetzt hier noch irgendwas sagen? Nein. Okay, dann wollen wir mal zu dem Meister des Erzes gehen und da auch noch einen Teil unserer Belohnung abholen. Oha. Ich glaube, der wird uns einfach Geld geben, oder nicht? Ja. Warum nicht? Sag ich natürlich nicht nein. Na, ah, da. Hallo. Warte, ich schau mal gerade nochmal. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Nein. Wenn du meinst. Okay. Oh. Ha, also was habe ich nicht, ne? Oh. Oh. Ja, der ist andere. So einen habe ich schon, oder? So einen habe ich auch. Eisblock glaube ich nicht. Boah, ich glaube, ich werde da noch mal ein paar Sachen holen. Oh, ne, das ist der. Schade, ich dachte schon, das wäre der Feuerregen. So ein Scheiß. Aber eine Eiswelle, ui, Kreis 5.
Okay, warte mal eben. Das kostet alles ganz schön viel Cash. Muss mal eben kurz gucken. Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Ja, ich gebe dir das sofort wieder. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So einfach ist es. Warte mal, ich werde jetzt mal gucken. Was will ich denn auf jeden Fall haben? Vielleicht mal so ein Mana-Ring, ja? Nein. War da nicht so ein Mana-Ring? Warte, warte mal. Ich jetzt Mana-Bonus. Das wäre... Nein, ich will den anderen. Ich will den krassen haben. Den Ring der Erleuchtung. Vielleicht kaufe ich einfach beide. Wenn ich mal so richtig spammen will, dann ziehe ich einfach beide an. Und außerdem kostet das nur 700. Sind das jetzt die richtigen gewesen? Ja, okay. Dann schauen wir mal. Was hatten wir dann noch gehabt? So ein paar lustige Runen. Was ist das hier? Blitz. Kugelblitz? Nee, okay. Lichteiswelle. Die Eiswelle, die kostet ganz schön viel. Und das sind... Okay, warte mal. Was hatten wir noch? Ich würde gerne... Ja, ja. Wahrscheinlich kriegt man die Sachen auch noch irgendwo, aber wir haben sowieso unbegrenzt Geld schon fast. Habe ich das Gefühl irgendwie so. Nehmen wir jetzt mal das und das noch. So, dann geben wir dem noch ein paar Sachen. Irgendwas werden wir doch noch da haben. Ja, das ist viel zu wenig wert. Aber ist egal. Was haben wir denn noch? Der Kram ist alles nicht so viel wert. Ich kann das gar nicht erkennen. Okay. Da, die können wir doch noch weghauen erstmal. Okay, was haben wir da noch? Pokal. Ich weiß nicht, ob man sowas noch braucht. Eins behalte ich mal. Da, Sumpfhai. Hm. Kaufen wir auch ein paar. Was haben wir da? Aha. Orkhornfell. Mein Gott, keine Ahnung, ob man sowas noch brauchen kann. Wow, Trollfälle sind gar nicht so wenig wert. Alles klar. Und jetzt werde ich einfach mit Geld auffüllen oder sowas. Oder was können wir denn da noch? Wir haben die ganzen komischen Knüppel. Es könnte sogar sein, dass die ein bisschen was wert sind, weil die... Ach, Mann, Alter! Das war gerade so schlecht. So, ja. Hier die Langbögen. Oh, die sind ja auch sehr viel wert. Okay, so viel auch nicht. Langbogen, Langbogen, Langbogen. Sag mal, Langbogen? Und noch ein Langbogen. Und noch ein Langbogen. Und da ist der Knochenbogen. Wie viel habe ich jetzt? Okay, dann können wir noch ein bisschen mit diesen Knüppeln auffüllen. Na? Manche lernen eben gar nichts dazu. So. Weißt du was, die 27, mein Freund, ja? War doch klar, dass das Ärger gibt. Kann ich da mal Trinkgeld, vorbei? Alter. So. Jetzt soll ich sagen, ist der Plan. Jetzt habe ich hier ein paar schöne neue Runen. Können wir eventuell noch ausprobieren irgendwann, aber jetzt gerade... Hau ich mir mal einfach... So einen rauf und renn mal zum alten Lager. Boah, das geht mit Springen sogar langsamer in diesem Modus. So. Um da die Feuermann. Einst führte ich ein anderes Leben. Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. Alter, ist ja gut, Mann. Ist ja okay. Ja, okay, Mann. Wird schon wieder gut. So.
Jetzt könnte man, wer ist das? Ah, das wird irgendwie, okay, ja gut. Genau, was ich gerade sagen wollte, um die Feuermagie davon zu überzeugen. Okay, der braucht 12 Mann, weil so viele auch die Barriere erschaffen haben. Ja, okay. Rein theoretisch müsste ich ja auch... Na. Müsste ich ja auch dafür gut sein, weil ich ja ein Feuermagier bin und so, aber... Das wird wohl storytechnisch hier nicht so klar gehen. So. Mann, wieso ist es denn jetzt schon wieder dunkel, ey? Das ist ja nicht mehr... Geht ja nicht mehr klar. Da, der macht das ganze Spiel auch nichts anderes, außer da rumzugammeln. Wobei, da ist... Oder ist er das? Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Was? Das ist ja gar nicht der. Was? Was? Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Nein. Alles klar bei dir? Ich habe mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Ach, lol. Zeig mir deine Ware. Den Scheiß, den die Gardisten gerade abziehen. Ich glaube, jetzt wird es irgendwie gerade... Mal kurz gucken, was der da anzubieten hat, ja? Lol. Würde schon was gehen, ja? Da würde schon was gehen. What? Alter. Ja. Warte mal. Ja, genau. Okay. Ich komme nochmal auf diesen Mann zurück, würde ich sagen. Alter, was? Alter, Vater. Hat der da mal die krassen Sachen im Angebot, Alter. Ich komme da gleich wieder zurück drauf. Aber jetzt müssen wir erstmal schnell zum alten Lager rennen, weil der hat uns ja gemeint. Der hat uns ja gemeint. Der hat ja gemeint. Für den Scheiß, den die Gardisten da abziehen, bla bla bla. Und darum... Ja, weißt du Bescheid, Mann. Muss jetzt schnell mal nach dem Rechten sehen, ja? Lol. Mir hat gerade im Hintergrund einer gesagt, der haut einfach ab. Jetzt aber gut hier. So. Bisschen zügiger hier mal vorgehen, ja. So, ist aber... Aha. Hey, pst. Sei ganz leise. Hallo Diego, warum dieses Versteckspiel? Hast du es noch nicht gehört? Was gehört? Die eingestürzte alte Mine, die Ermordung der Feuermagier und die Pläne für den Überfall auf die freie Mine. Was? Was redest du da? Jetzt wird's drastisch, Alter. Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine rausgeschafft. Dödöm. Die fucking Feuermagier. Wieso sind die Feuermagier tot? Das ist eine etwas längere Geschichte. Alter. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich. Und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar. Wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig.
Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. 2 Dutzend? Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Geschmeidig. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Wir haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Pass mal auf, die werde ich auch noch irgendwann erledigen, aber jetzt muss ich mal dann gleich zurück. Aber was passierte mit den Feuermagiern? Koristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine. Tja, Koristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Wie haben sie das denn gemacht, hä? Was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Ja, auf jeden Fall, Alter. Ist schon so gut wie erledigt, sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir 4 uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Okay. Mach's gut. Dann will ich mit diesem drastischen... dieser drastischen Story-Wendung hier schon wieder sagen, dass die Folge ja schon wieder vorbei ist. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und sag bis zur nächsten Runde, wenn wir das neue Lager vor dem extremen Überfall warnen, ja. Also dann, ciao.